Hallo, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von American McCheese with Alice. Im letzten Part haben wir heute hier in den Labyrinthen versucht zu überleben, was ja nicht so einfach ist. Mal schauen, ob wir es vielleicht doch endlich mal zu Königin schaffen. Ob es ja was nicht. Da sind wir das letzte Mal drauf gegangen, weil ich einfach das Teil berührt habe, beziehungsweise das Zahnrad. So rum. Ja. So. Das hat's geklappt. Tür speichern. Das war ja. Und noch mehr Roboter. Meine Lieblingshassgegner, da die am meisten aushalten. Fürs. Irgendwie das am meisten Schaden machen. Neben den neuen roten Karten. Ja, halt hier haben wir es so treffen. Die kann man ja zum Glück der Waffe erledigen. Ohne recht viel auf den zu regen. In Person einen harten Kampf. Ich hab's Zahnrad. Ich glaube, es ist schon die stärkste Waffe. Zumindest unbedingt, dass wir die starken Karten auch ein bisschen relativ schnell erledigt haben. Und die Roboter mit fast einem Angriff. Ja, das letzte Mal gegoogelt habe, was die stärkste Waffe ist. Aber ich glaube, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich meine, ja, der Augenstab ist auch stark. Stimmt schon. Brauchen wir den halt sehr viel Mana, was wir nicht immer zur Verfügung haben. Ja, ich spreche jetzt jedes Mal, wenn ich einen Abschnitt geschafft habe. Aber ich nicht noch mal das ganze Labyrinth machen möchte. Da es ja trotzdem relativ langwierig ist, wenn man die erstmal wieder stirbt irgendwo mittendrin. Das möchte ich einfach nicht. Okay. Ja.
ganz genau, was ich eigentlich meinte. Die Routenkarten brauchen schon relativ viel, damit man die schnell erledigen kann. Man, wenn die schwarzen Karten schon mit dem Messer vier Würfe benötigen und der Messerwurf stärker als wenn man normal zufliegt. Ja. Nicht die anderen Waffen kann man nie fast ignorieren. Also, bis auf den Augenstab, den braucht man ja. Ist ja essentiell. Stunden, sind immer noch nicht da. Sekunden im Runden. Mir ist schwindelig. Naja, wundert mich nicht, dass ihm schwindelig wird. Für mich ist viel. Okay. Wir sterben gar nicht, wir werden so gesetzt. Das erste Mal im ganzen Spiel. Mal freundlich, dass man hier nur zurückgesetzt wird und nicht stirbt. Okay, jedes Mal. Laden ist halt auch doof. Ah, muss ich schon was dabei gedacht. Okay, ich möchte natürlich nicht den ganzen Weg zurückgesetzt werden, wenn es möglich ist. Okay, ich werde nicht ganz zurückgesetzt. Das war knapp. Nein. Okay. Ja, okay. Hey. Ich habe mich gefunden, wie ich hier sterben kann. Okay, das ist eigentlich gut, aber na gut. Sei es drum. Ich dachte nicht, dass ich hier sterben könnte. Ich schon zurückgesetzt werde jedes Mal. Okay. Das wäre doch relativ buggy. Wieso wirfst du mich da jetzt wieder runter? Na schon klar, so ist es, wie man es eigentlich machen sollte. Nicht von Plattform zu Plattform springen.
springe halt lieber von Plattform zu Plattform. Na toll. Mir das weniger funktioniert. Aber wieder hier hoch. Safe sind ja erlaubt, so ist sie auch wieder nicht. Muss ich hier drauf? Ja, ich muss hier drauf. Nächste Checkpoint. Wir wollen hier auf die Achse, die dreht sich nicht. Ja, das, der muss hier auch hinlaufen. Das hatte ich mal ungefähr balanciert. Glaube ich eh nicht, dass man das balanciert. Ah, na gut. Zum Glück sind hier keine Gegner. Nein. Okay, da kann ich auf das Zahnrad warten. Das war Nummer 2. Jetzt kommen wir direkt durch. Nein. Bitte nicht. Glück, dass ich hier gespeichert habe. Ich meine, wer baut auch ein Schloss auf Zahnrädern auf? Springen gedrückt. Nächster Versuch. Wieder kein Glück. Soll denn nicht so weit runterfallen, bis ich resettet werde.
speichern. Wichtig. Okay. Jetzt hier hoch. Ist übrigens sich auch nicht synchron. Einfach nur, damit wir nicht so weit zurücksetzen müssen. Weil nicht mehr sowas passiert. Na, ich dachte, ich hätte es in der Balance, aber scheinbar nicht. Nein, das war ein Fehler. Ich muss da hinten hin. Ich muss nicht hier hoch. Ich hab die Ausgänge vertauscht. Gut. Nur nicht runterfallen und alles von vorn machen. Sich auf die Zacken springen. Nein. Okay. Außen. endlich sind wir im Reich der Herzkönigin angekommen. Natürlich. Ich. Einfach so erledigen. Hab nicht ganz.
Gut, wir sind schon im Land angekommen. Und die Stoppuhr macht immer noch nichts bei ihm. Augenstab würde ihn direkt erledigen, aber scheinbar ja nicht. Das gibt's doch nicht. Wieso musst du so viel Feuer spucken? Und es wird wieder ein hervorragender Kampf. Halt. Wieso kann man nicht aufhören, Feuer spucken? Einmal. Zumindest. Einziges Mal. Das ist zu viel verlangt. Ja, schau mal schon. Irgendwas mache ich falsch. Ja, na gut, ich werde den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich danke mich für euch zuzusehen. Lasst mir jetzt schon, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht was wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von American McCheese Jesus McAllis. McAllis vor allem.